Herzlichen Glückwunsch zu diesem Tag, Herr Krämer. Ist gut? Gute Nacht, Schnurzelhäschen. Gute Nacht, Digga. So, was steht heute an? Weiß ich nicht. Ich dachte ja, hier steht was, aber es steht nichts da. Nee. Das war ein LKW. Entweder ist das, bereitet sich auf eine Sprengung vor da hinten oder sowas. Oder es ist ein LKW. Ich glaube, das war für uns. Das ist wirklich groß. Guten Tag. Guten Tag. Morgen. Du bist für uns Morgen. Hier? Ja, der Matthias. Schönes Auto für euch, Patrizio. V8i Turbo. Klimatik Plus. Oh, der Farbton. Das ist der große. Große AMG GT. Mit dem Das ist auch immer so ein schöner Moment hinten, wenn die Klappe runterfährt. Wenn du dann das erste Mal den Hintern siehst. Den Hintern? Ja. Geschenke auspacken. Der Heckspoiler ist ganz schön amtlich, ne? Boah. Für so ein Auto? Der sieht richtig, richtig hart aus. Boah, die Rückleuchten. Wenn die Bremsleuchten leuchten, das sieht mega aus. Das wird gut heute. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Tag, Herr Krämer. Ja, Glückwunsch für euch, dass ihr dabei seid. Das wird lustig. Müssen wir den hier wieder zurückbringen oder wo? Ihr müsst mit dem Auto heute Mittag in Stuttgart am Mercedes-Benz-Museum sein. Wir haben jetzt heute, so heute Nachmittag. Mittag ist 13 Uhr. Ja, heute, heute Nachmittag. Ist der vollgetankt? Ja. Noch. Das Auto ist richtig schnell. Und so unaufgeregt schnell, weißt ja, du? Ja, in der Kurve habe ich jetzt schon Formatik gespürt. Weil du hast gemerkt, bei deinem Gasbefehl hat er das Auto nochmal so einen Tick rausgezogen. Ne? Alter, so eine schnelle Kurvenkombination, schlechte Straße, da kann das Fahrwerk zeigen, was es drauf hat. Und das ist hier die Ruhe selbst, dieses Auto. Ist die Lader? Die Lader abblasen? Boah! Aber ordentlich, ne? Geh mal manuell. Ich schon. Untertouriger? Sag mal. Das, ich liebe das ja, ne? Dieses. Das ist gut, ne? Aber es ist dezenter, ne? Das ist dezent, ja. Viertürer. Es ist so, nee, das ist jetzt hier so ein bisschen der seriösere, aber nicht minder kräftige. Der 0-100er Wert ist 3,2 Sekunden von 0 auf 100 mit einem 2,1 Tonnen Fahrzeug. 900 Newtonmeter machen es möglich? Das schreit eigentlich nach 0-100, ne? Okay. Doch. Boah. Oh. Alter. Bam, da sind sie. 3, boah. Boah, ist das gut. Guck mal, jetzt bietet er die an. Messung speichern, sonnig 15 Grad. Ja, mach mal. Ey, speichern. Mercedes. Ja, speichern. Du hast es verstanden. Weil du kannst ja jetzt genauso gut regen. Das weiß das Auto ja. Das Auto weiß ja, ob es regnet und speichert dir den Wert ab mit Regen. 0 bis 100 in 52 Metern. Wir haben 3,4 Sekunden gebraucht. Reifen waren nicht auf Temperatur, ja. 3,4 Sekunden. Alter, ist das genial, dass du dir die Historie abspeichern kannst. Hast du gesehen, wie das Display animiert ist? Ja. Rotes Flackern. Es ist halt die volle Intakt zum Motor. Ja, es ist auch die volle Unterhaltung. Ne? Es ist halt ein richtiges Spielzeug, Männerspielzeug. Es ist in jeder Phase ja animiert. Es ist in jeder Phase auch variabel. Ich kann mir das ja, guck mal, was ich hier alles einstellen kann. Ich kann jetzt hier abspeichern die verschiedenen Werte. So, dann kann ich hier zurückgehen. Dann kann ich nicht 0-100 machen, sondern wenn ich Lust habe, 150, 200, 250, 300. 0 bis 300 kann ich einstellen? Ja, das machen wir aber nicht. ich will doch. Viertelmeile. Ja. Bremsen. Bremsen gucken. Zum Start der Messung auf gewünschte Geschwindigkeit Beschleunigung bis zum Stillstand verzögern. So, 100 nehmen wir. Fleck und Matze. Was war ja? Messung speichern, ja. Also, 34 Meter. Ja. 34 Meter vor 2,3 Sekunden. In 2,3 Sekunden. Das heißt, wir schaffen in 5 Sekunden 100
Also 0, 100, 0. Ja. In 5 Sekunden. 0, 100, 0. Mit einem viersitzigen, wunderschönen Coupé, was allen erdenklichen Luxus an Bord hat. Alles. Alles. Wir haben einmal alles angekreuzt hier drin. Ja. Es gibt nichts, was dieses Auto nicht hat. Auto fühlt sich ganz anders an vom Fahrrad. Ja. Auto fühlt sich sehr leicht an. So, Launch Control brauche ich auf jeden Fall auch. Hier ist doch schön. So, warte. Wie geht das? Beschleunigung? Ja, genau. Okay. Okay. Sekunden. Ehrlich? 3,24 Sekunden. Das gibt's doch nicht. Tank voll zu zweit. Ja. Was bedeutet, das Auto ist auf jeden Fall unter Werksangabe. Wir müssen damit auf die Autobahn. Ja, ne? Ja. Aber weißt du, was wir machen, bevor wir auf die Autobahn gehen? Ja, was denn? Wir gucken sie von draußen an. Wir sind direkt eingestiegen und haben das Auto gar nicht angeguckt. Nee. Da können wir gucken. Ja. Einmal von außen gucken. So. Also Farbe, das schießt ja sofort ins Auge, das ist schon mal mega geil. Ne? Kotflügel so vom Aufbau auch sehr, sehr geil. Die passt auch gut zu deinem T-Shirt, die Farbe. Komm her. Ja, das aber. Du, komm her. Das ist, das beißt sich nicht, das ist richtig. Darfst du, in deinem Fall ist es Tarnlook. Bei mir ist Tarnlook. Ja. So. Ich habe eine Idee, Jean-Pierre. Ja. Wir machen das jetzt mal anders. Wir machen die Optikbewertung während der Fahrt, weil ein Auto siehst du ja eigentlich immer nur während der Fahrt. Was? Geile Idee, mega Idee. Ja, los rein, fahr. Also ich roll jetzt hier rauf und runter. Du rollst rauf und runter und ich lasse das Auto auf mich wirken. Das ist jetzt mal neu, ne? Fahren wir zurück ein Stück. Also jetzt können wir schon direkt anfangen. Front finde ich ist mega. Ist so wie aus einem Stück gefräst. Die Motorhaube mit den beiden Power Domes oben drauf. Der Grill, das sieht einfach mega Hammer aus. Und jetzt lassen wir den auf uns wirken. Hinten ist sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ich finde, dass die Auspuffrohre ein bisschen zu hoch sind. Die müssen ein bisschen schmaler sein. Aber es ist auch oft so, dass bei so neuen Fahrzeugen das Design extra so gemacht wird, damit du dich nicht sofort dran gewöhnst. Weil wenn du ein Auto sofort gefällig findest, das gefällt dir sofort auf den ersten Blick, dann ist das so, dass das Auto in 3 Jahren wahrscheinlich schon alt aussieht. So, jetzt würde ich sagen Autobahn, ne? Autobahn. Los geht's. Ich stand näher an der Tür. Ich gehe jetzt mal hinten rein. Mach doch. Ja, mach ich auch. Das ist ja jetzt geil. Durch die Straße. Kannst du ein bisschen nach vorne? Stopp, stopp, stopp. Das ist ja geil. Aha. Weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne. Boah, hier hinten ist das Auspuffgeräusch nochmal viel präsenter. Ist gut? Also ganz im Ernst, das ist richtig Hammer. Also Leute, ich kann euch das nur empfehlen, man muss diesen Sitz nach hinten klappen. Dann liegt Mutti zwar vor einem, aber das sorgt dafür, dass man die Straße immer im Blick hat. Und das ist einfach mega. Das ist wieder irgendwie was Neues, sowas habe ich noch nie gemacht. Wusste ich auch. Ja, das ist voll gemütlich. Boah, die Kraft ist der Wahnsinn. Ja. Jetzt gerade in der 5, ne? Wenn er so ein bisschen untertürig durchhusten kann, dann hat das ein Drehmoment. Dann sind das einfach 900 Newtonmeter. 900. Punkt, aus, Ende. Boah. Wie der so darlegt. Hier, Jungs. Schaut mal, was ich hier für euch vorbereitet habe. Ja. Das sind 900 Newtonmeter. Fühlt ihr es? Ja. Wahnsinn. So, Freunde, was haben wir denn hier hinten drin noch? Dein Display finde ich ja super geil. Das Display? Ja, warte mal. Wie geht das an? Ah,
jetzt ist es an. Warte. Kannst du auch Leistung und Drehmoment dahin anzeigen lassen? Dann können wir ja mal testen, wie viel Drehmoment er macht, in welchen Situationen. Also, wir haben mal, ich fange an, du guckst nach vorne. Ja, ich guck nach vorne. Also, wir haben hier welche. Fahrzeug zum Bedienen. Ja. Ich kann die Farbe verstellen, das ambiente Licht, weißt du? Ja. Ich kann die Ionisierung einschalten. Ja. Hat der auch Duft? Kann ich die Medien. Ja, der hat auch. Duft. Ja, ja, der hat Duft. Haben wir gar nicht an, ne? So, Medien kann ich steuern von hier hinten. VIP-Sitz. Was ist das denn? VIP-Sitz? Hat der das? Fahrer, Beifahrer. Ah, da kann ich bestimmen, wo der VIP-Sitz ist. Ja. VIP-Sitz, wo der beste Klang ist, ist natürlich jetzt hinten rechts. Klar. Natürlich. Wir nutzen gerade 52 Newtonmeter, jetzt 0. Öl ist warm, 97 Grad, Wasser auch, hat 80. Ja. Wie viel Drehmoment haben wir gerade? 65 Newtonmeter. Okay, geh mal in manuell, dass wir das Drehmoment wirklich punktueller nutzen können. Wir sind jetzt bei 50. 50 Newtonmeter? Ja. Bei 1500 Umdrehungen, Drosselklappe ist fast komplett zu. Sag mal an, jetzt. 300? Boah. 580 waren das? Nein. Das waren 580 Newtonmeter. Bei 2400 Umdrehungen. Nee, weniger sogar. Warte mal. Also ich beschleunige jetzt bei 2000 raus auf 3000, okay? Mhm. Los. 3000. Das waren 650. Das waren 650 Newtonmeter. Okay, von 3000 auf 4000. Ready? Ja. Das waren 850 oder sowas. Die Zahlen gehen so schnell hoch, das ist mega. Das macht wirklich Spaß, sich das anzugucken, weil es einfach live ist. Es ist live. Okay, warte, ich mach dir jetzt 900. Ready? Jetzt kommen 900. 900, da sind sie, yes! 350 kW, 390, 400 kW, 450 kW waren das gerade. Ja, ja. Weil die PS entstehen ja über das Drehzahlband. Ja. Und die Newtonmeter entstehen halt in dem Moment, wo er Kraft abrufen muss oder kann. Das macht richtig Spaß. Dieses Ding ist richtig lustig. So, was haben wir denn hier hinten noch? Hier ist ja noch mehr, ne? Wir haben hier einmal ein riesengroßes Fach. Da hat irgendjemand eine Banane reingelegt. Vielen Dank an dieser Stelle. Was haben wir hier? Oh, ich liebe sie. Okay, Kühlfach. Kühlfach. Das muss, Matthias. Und warte, ganz kurz. Nicht nur Kühlfach. Wenn ich Kaffee trinken möchte, wird es auch gewärmt. Genau. Das ist so eine geniale Erfindung. Und jetzt, stopp. Ja. 3,2 Sekunden kann dieses ganze Ding uns nach vorne beschleunigen. Mit uns. Mit Kühlfach. Und das kann auch noch wärmen. Und Klimatisierung sowieso. Und Navigation. Und alle vier sind elektrisch. Das ist ja, das ist unbeschreiblich. Vorne, bitte. Ach, Sie möchten nach vorne? Ja, sehr gerne drücken. Möchte ich gerne nach vorne, ja. Einmal durchladen. Einmal durchladen. 230, 240, 250, 260. Das ist hart. 270. Boah. Das ist also, gefühlt würde er das so weiterziehen bis 315. Weiter. Ist die VMAX. Das ist die VMAX-Begrenzung. Die VMAX. Also das Auto fährt schneller. Wir haben einen Tunnel, Leute. Boah! Das ist aber schon gut.
Ja, ja. Das ist richtig gut. Das ist eine neue Art von Auspuffschießen, ne? Es ist so richtig rennwagig so. Richtig hart. Bim, 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 bim. Ja. Bim, 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 bim. Das ist immer schön, alle freuen sich immer, ne? Ja. So, wir haben noch, was ist immer noch, 3000 Meter. 3 Kilometer noch. Und was mir ganz am Schluss erst aufgefallen ist, das hier finde ich mega. Ja, ist cool. Und nicht in der Farbe. Nicht in der Farbe, einfach da. Einfach schwarz. Genau. Eingebettet in das Carbon, trotzdem in Leder gemacht. Hier Alcantara, finde ich eine super geniale Mischung. Du bist schon ein bisschen verliebt, ne? Ja, das ist einfach so. Wir sind 208 Kilometer in diesem Auto gefahren. Richtig. Wir sind 270 gefahren, sind 50 in der Stadt gefahren. 100 auf der Landstraße. 100 auf der Landstraße, haben Soundorgien abgefeiert wie kein zweiter. Und ich würde mal behaupten, dass wir beide schon sehr stark verliebt sind in dieses Kfz, oder? 639 Pferdchen, Leute. Und 900 Newtonmeter machen uns beide glücklich. Und unser Zielort ist direkt vor uns, denn unser Abgabetermin ist in exakt einer Minute. Genau, vor dem Mercedes-Benz-Museum. Und da sind wir jetzt auch. Los geht's. So, ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Wir sind auch ziemlich pünktlich, oder Matthias? Absolut pünktlich auf die Minute, wie immer, wenn wir die Kurierfahrer sind. Wir konnten sehen, der Wagen ist sehr komfortabel. Er kann uns alles bieten. Er ist wirklich das Rundum-Paket in Sachen AMG-Liebe, oder? Ja, mal mitkommen nach vorne. Ihr müsst da mal von vorne gucken. So, abschließend. Diese Power-Domes da oben drauf. Und dieser Grill, das ist schon... Aber er macht auch schon Angst, ne? Weil das Auto kann einfach alles in Perfektion. Ich habe ja gar keinen Wunsch. Ich habe keinen Wunsch. Wir haben wirklich lange überlegt, aber wir haben nichts gefunden, was wir gerne anders hätten. Nee, gar nichts. Doch, ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen nämlich jetzt schnell rein und müssen den Schlüssel abgeben. Genau. So. Tschüss, Leute. Tschüss. AMG. Driving Performance.